Ich kann euch zum Beispiel mal meinen Kommandanten zeigen. Das ist nämlich der Hermann und der sagt so Sachen wie... Im Teutoburger Wald endet deine Geschichte. Ganz genau. Und das ist auch meine Meinung. Das ist ganz nice, weil man hat hier quasi eine ultra große Welt. Man sieht auch, was die anderen Spieler so machen. Und ihr seht natürlich, hier ist auch noch ganz viel Nebel. Den kann man natürlich durchbrechen, indem man zum Beispiel Späher losschickt, die dann das Gebiet für euch erschließen und erkennen, was es da so alles gibt. Das heißt, die Welt ist riesengroß. Es gibt ultra viele verschiedene Spieler. Es gibt auch quasi so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen über Gilden und so weiter und so fort. Ihr habt ja verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine Kaserne. Man kennt das halt. Man hat Bauernhöfe. Man muss quasi seine Stadt auch am Leben halten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz in einen Kampf, weil hier laufen ein paar Barbaren rum, habe ich gehört, und die werden erstmal gejagt.